Entschuldigung, ich wurde von ein paar aufdringlichen Heretikern aufgehalten. Danke, ihr habt mir das Leben gerettet. Danke, dank der Abenteurerin. Sie hat deine Herrscher besiegt. Sprich, was ist mit der Patrouille? Bist du der einzige Überlebende? Es war so, wir kamen in ein dichtes Schneegestöber. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen, geschweige denn den Vordermann. Da fielen plötzlich die Heretiker über uns her. Der Kampf war kurz, aber heftig. Ich sehe meinen Kameraden neben mir fallen und bekam Todesangst. Ich wollte mein Schwert heben, aber mein Arm gehorchte mir nicht. Meine Beine sackten zusammen und ehe ich mich versah, hatte ich mich in einer Schneeverwehung versteckt. Feige und Halones Gnade unwürdig. Und der Rest der Patrouille? Ein paar fielen. Ich fand ihre gefrorenen Leichen, aber nicht alle. Die Heretiker müssen sie in ihren Unterschlupf verschleppt haben. Bitte, ihr müsst sie befreien. Ich will ihren Tod nicht auch noch auf dem Gewissen haben. Zuerst einmal müssen wir sehen, dass wir lebend aus dieser verschneiten Falle entkommen. Sei unbesorgt. Wir werden uns dieser Heretiker schon noch annehmen. Okay. Warum kann ich nicht runter? Das ist doch Mobbing. Also wenn man schon nicht fliegen darf, dann doch wenigstens irgendwo runterspringen. Ach ja. Dame. Jo, einmal Stufenanpassung. Spuren, die nach Norden führen. Dort muss der Unterschlupf der Heretiker liegen. Fußspuren. Da, wie findest du... Ja, gut. Da kommen sie auch schon. Oh, da ist noch einer. Mutloser Heretiker. Ja, sie haben sowieso viel Mut, sich mir wegzustellen, ne? Der führt mich jetzt zum Lager.
Wahrscheinlich da oben, ne? Nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Immer nicht. Ja, Fußspuren im Schnee, ja. Gut, dann werden wir wohl wieder zurück müssen. Hier gab es keine Fußspuren. Okay. Mal sehen, ob wir den Weg zurückfinden. Hier von da unten komme ich auch nicht. Scheitert tatsächlich daran, dass ich den Weg nicht mehr finde. Hier sind halt keine Fußball mehr. Von hier kamen wir. Da vorne wurden wir angegriffen. Aber hier sind keine Fußspuren mehr. Da dürfen wir nicht hin. Aua. Ich habe halt keine Ahnung, wo diese Fußspuren sind. Hier sind nirgendwo mehr welche. Hier wurden wir angegriffen. Da vorne waren die letzten Fußspuren. Ja, hier. Es wird echt daran hapern, dass wir diese Kackfußspuren nicht finden. Oder hätte ich den nicht umbringen dürfen? Ich glaube, ich hätte den halt nicht umbringen dürfen.
Schlimmste ist, hier sind keine weiteren Fußspuren. Wir haben Fußspuren jetzt so weit gefolgt, wie es ging. Ja, doch mal zurück. Oh Gott, da sterbe ich. Na fast. Hier ist der Startort. Hier bin ich losgegangen. Ich habe hier aber keine weiteren Fußspuren. Das sind die zweiten. Das sind die dritten. Da wird er lang gelaufen. Selbst mir gerade relativ egal. Das hätte nicht für jeder Fußspuren sein sollten. Doch da oben zu den Häusern war auch nichts. Etwas echt einfach nicht findet. Nee, wenn es auf meine Grenze kommen würde. Nee. Ach, da ist die Grenze. Ja, dann bleibst du ja nur da oben. Dann bleibst du nur noch oben. Gut, oder da ganz hinten. Gibt hier keine Fußspuren mehr. Es ist mir jetzt so gerade egal, wie viele mir jetzt hier folgen. Ich muss einfach nur klären, wo ich hin muss. Vorne auch nicht. Haus wann war. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Viech mal nicht getötet. Ja.
wir jetzt, wo wir hin müssten. Ist hier eine Grenze? Ne. Okay, keine Ahnung. Warte mal. Kann ich das einmal abbrechen? Nee, ne? Komm ich denn hier wieder raus? Nee. Kommt tatsächlich nicht raus, es sei denn, ich lasse die Zeit verstreichen. So scheiße. Ich komme hier nicht weiter. Ich hasse sowas. Hier gibt es keine Fußspuren mehr. Das Ende. Das Ende im Gelände. Auch Ende. Naja, sind ja nur noch 15 Minuten. Ah, komm hier rein. Okay. Nach 3 Jahren haben wir es auch gefunden. Ist aber schon nicht einfach, wenn es keine Fußspuren weiter gibt. Und wenn ich weiß, wie man den dann töten darf. Blöd gemacht. Hast du die Jagd auf mich noch immer nicht aufgegeben? Die Sterbliche, die einen Blick auf die Wahrheit erhaschte. Bist du es etwa? Ja. Sie suchte mich auf, so wie du. Ihr tragt dieselbe Kraft in euch, doch eure Wege könnten unterschiedlicher kaum sein. Was für rätselhafte Geschöpfe ihr doch seid. So ist es, Kriegerin des Lichts. Ich trage ebenfalls die Kraft des Transzendierens in mir.
Zuerst waren es Visionen. Rückblenden in eine fremde Vergangenheit, deren Bedeutung ich nicht verstand. Aber mit der Katastrophe vor 5 Jahren änderte sich alles. Das Eis kam und schnitt mein Heimatdorf Falkenhorst vom Rest der Welt ab. Wir wollten nach Ischgard fliehen, doch ein Teil der Eiswand brach vor unseren Augen ab und meine Eltern wurden nie aus ihrem eisigen Grab geborgen. Ich kehrte um und floh, bedroht von Eises, Kälte und umherstreifenden Drachen, Richtung Westen, nach Dravania. Doch ich wurde gefunden. Von Reswelge, einem der 7 hohen Drachen. Und von ihm erfuhr ich die ganze Wahrheit, die hinter dem Drachenkrieg steckt. Seither kämpfe ich für Versöhnung und gegen den Irrglauben, dem dieses Land unterliegt. Ich weiß. So hätte es nicht enden dürfen. Dass die Ischgarder die Drachen verabscheuen, ist nicht ihre eigene Schuld. Der Hass wurde uns von klein auf anerzogen. Und dass es edel ist, im Kampf gegen die Drachen zu fallen. Und die Drachen erwiderten den Hass, obwohl sie wussten, dass ihr wahrer Feind schon vor langem untergegangen war. Euer Wissen geht so schnell verloren. Nur ein Bruchteil wird an eure Kinder überliefert. Wir Drachen dagegen leben fort. Und in uns die Erinnerung. Ich werde für meine Sünden Buße tun. Ja, ich habe gesündigt. Selbst die heilige Halone kann mich nun nicht mehr retten. Doch ich werde beenden, was ich begonnen habe, und dem Land seinen wohlverdienten Frieden bringen. Denn ich bin nicht länger nur ich selbst. Ich bin auch Shiva, die einst einen Drachen liebte. Ja, das wird wieder nicht synchronisiert. Bist du wo auf? Wir haben deine Spuren bis hierhin verfolgen können. Aber nicht weiter. Was ist geschehen? Die Heretiker hatten sich unter diesem alten Bauernhof verkrochen? Wie feige Scheunmäuse? Das sieht ihnen ähnlich. So, schau, dass du Eis jetzt. Die Verräterin entwischt ist. Diesmal ist sie uns entkommen, aber ewig kann sie nicht davon laufen. Jedenfalls hast du den Unterschlupf ausgehoben. Das wird die Gegend bedeutend sicherer machen. Vielen Dank für deinen tapferen Einsatz. So. Tschüss. So. Dann einmal hier hin. So, ich bin dann noch einmal ganz kurz oben. Ganz kurz bin ich nochmal. Und dann machen wir weiter mit der Hauptstory. Und danach wahrscheinlich ein bisschen Klassenquest. Je nachdem, wie
wie weit wir noch brauchen, bis wir fliegen können. Angeblich sollte das ja gar nicht mehr so weit sein. Aber es scheint wohl doch noch ein bisschen zu dauern. Deswegen, ja. Bis gleich. Weiter geht's. Bin schon wieder. Ja, habe ich. Hab schon wieder vergessen, das Trinken von den Flohen, ne? Ja. Gut, eine Dose Energy habe ich da noch. Gut. Ich muss unbedingt noch die letzte Energy-Flasche bunkern, bevor frisches Milch nehmen kann. Ihr seid zurück. Wie stehen die Dinger in Camp 2 Strom? Eisherz in einem unterirdischen Versteck der Heretiker? Bei der Furie. Wer hätte das gedacht? Du hast weit mehr getan, als ich von dir zu erbeten wagte. Mein Dank ist dir sicher. Ja, wir sind unserem Ziel, den Heretikern das westliche Hochland zu entreißen. Wir sollten uns schon näher gekommen. Ich werde die Leistung der Abenteurerin dem Papst gegenüber lobend erwähnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr habt doch sicher nichts dagegen einzuwenden. Ganz und gar nicht. Bitte übermittelt seine Heiligkeit meinen tief empfundenen Dank für die willkommene Hilfe der Abenteurerin. Gibt es noch etwas, bei dem wir dem Haus Durren der zur Seite stehen können? Dann dürfen wir uns mit dem Erlaubnis nach Ishgard zurückbegeben. Jetzt ist es getan. Im Namen meines Herrn danke ich dem Haus Froton für seine brüderliche Hilfe. Ihr beide seid den Schnee und Kälte bestimmt satt. Trotzdem, ihr seid in Falkenhorst jederzeit willkommen. Wer ist bald wieder? Das werden wir. Vielen Dank für die netten Worte, Redewald. Gehabt euch wohl. Dann einmal zurück manchmal. Warte mal. Es ist nicht schön, wieder in Ishgard zu sein. Das westliche Hochland ist von hohem strategischem Wert. Aber man vermisst die Annehmlichkeiten einer Stadt. Es gibt etwas, das du für mich, für das ich mich bei dir entschuldigen möchte. Wenn ich ehrlich bin, ich habe zuerst die Vieh auf die Kallen. Das liegt an Hochhoffer. Und wie er dich in den höchsten Tönen lobte. Nein, was redet da? Hoffer trifft keine Schuld, sondern nur mich. Du musst wissen, er und ich sind in Wirklichkeit, wir sind Halbbrüder. Unser Vater ist allem ein Symbol der Redlichkeit. So recht, wie ich meine. Doch er tat in seinem Leben einen Fehltritt. Aus diesem Fehltritt wurde mein Bruder geboren. Mein Vater stellte sich der Verantwortung, nahm ihn wie ein eheliches Kind in die Familie auf und ließ ihn zum Ritter ausbilden. Meine Mutter aber, Halunen hab sie selig, brachte es nie übers Herz, ihn als Sohn zu akzeptieren. Eine Einstellung, die sie von mir nie verbarg und die auf mich abfärbte. Auch wenn er mein Bruder ist, denn er ist mein Bruder, sträube ich mich manchmal unwillkürlich gegen alles, was er tut oder sagt. Und die Freundschaft, die er dir entgegengebracht hat, rief in mir Feindseligkeit hervor. Weißt du noch, wie ich in Camp 2 Strom vorschlug, den Wachsoldaten zurück nach Falkenhorst zu begleiten? Da habe ich mich schon aus dem Staub gemacht und dich mit der eigentlichen Arbeit im Stich gelassen. Ich habe meine Aufgabe, die von mir,
die mir von meinem Vater Graf Fordon in Erfüllung eines päpstlichen Auftrags zugewiesen wurde, auf dich abgewälzt. Du hingegen hast die Aufgabe mit Bravour bewältigt und die Erwartungen sogar übertroffen. Wir sollten eine verschollene Patrouille finden. Du hast gleich einen ganzen Heretiker-Unterschiff ausgehoben. Ich möchte dich um Entschuldigung bitten, dafür, dass ich so ablehnend war. Rofond hatte deine Stärke erkannt, doch mein Blick war getrübt von meiner Geringschätzung. Rofond, wie auch immer. Ich werde mich bemühen, diese Geringschätzung zu überwinden, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Ach ja, nett. Wirklich nett. Ah, Flugschokobo-Pfeife. okay. Ah, wir haben es bald. Sehr geil. Ah, unsere Heldin ist zurück. Ich habe schon von deinen Taten gehört. Mein Sohn Emmanuel sagt, dass er dir sein Leben verdankt. Willkommen zurück, Masaki. Die Häuser Zemael und Dürander haben bereits Dankschreiben übermitteln lassen. Ich bin stolz, für dich und deine Freunde bürgen zu dürfen. Herr, entschuldigt. Ja, was ist denn los? Vergib mir die Störung, aber es gibt dringende Neuigkeiten, die keinen Aufschub erlauben. Unsere werten Gäste, Herr Alfino und die geschätzte Tataru, wurden der Ketzerei bezichtigt und verhaftet. Wie bitte? Was ist passiert? Sag schon! Eine konkrete Anklage wurde noch nicht erhoben. Ich weiß nur, dass sie die Schenken besuchten und Fragen stellten. Ja, mein Problem wollte ja ein paar Tage mit dem FFH Folgenpause machen. Aber ich werde jetzt schon schwach. Echt? Und zu welchem Teil zieht es sich eher hin? Daraufhin hat ein Ritter der Azurgarde sie bei der Inquisition angezeigt. Grinot. Grinot von Zemael. Ein Ritter der Azurgarde. Im Kampf sucht er seinesgleichen. Aber man weiß nie, welche Grausamkeit ihm gerade durch den Kopf geht. Auch nett. Sieben, dass nur drei sind. Leider sind es die, die am längsten dauern. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Wer einmal in die Intrigen eines Ischgarder-Adelshauses gerät, kommt so schnell nicht wieder frei. Grenot ist nichts als ein einfältiger Handlanger. Eine Marionette. Graf Zemael steckt hinter dieser unhaltbaren Anschuldigung. Daran hege ich keinen Zweifel. Er weiß selber, dass Alfinu und Tadaru keine Heretiker sind. Alles, was er will, ist meine Gäste und damit auch mein Haus zu diskretieren. Kreditieren, so. Mein Gott, so. Es passt ihm nicht, dass ihr so gute Arbeit leistet. Aber es ist, wie es ist. Die Anklage wurde erhoben und es wird zu einem Verfahren kommen. Dort werden wir ihre Unschuld beweisen müssen. Am besten sprichst du einmal mit Emmerich in der Kongregation der Tempelritter. Er weiß bestimmt Rat. Es wäre doch gelacht, wenn dieser Zemael mit seiner Masche durchkommen würde. Reapen besiegen und alle Materies auf Meister bringen. Ja, dann viel Spaß, ne? Ich gehe mal davon aus, dass du ja wahrscheinlich dann heute schon wieder weitermachst. Dass einige nur einmal im Game gibt, kann man das schon schnell verpassen. Oh. Also ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Schätze ich einfach mal.
Oh, habe ich mich jetzt im Richtigen geportet? Ja, habe ich auch, Gott sei Dank. Da hinten ist er. Emmerich. Ich finde den cool. Warum mag ich seine Stimme? Hallo, Emmerich. Oh, und da wird eine Sekunde hier. Bäh, Tolle. Komm herein. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Aber ich wünschte, die Umstände wären weniger bedrohlich. Du sorgst dich um Alfino und Tataru. Bekomme das Hinweis aus, wenn ich vor Ort sind. Außerdem wird einige nur zu einem bestimmten Zeitfenster zu bekommen. Dann ran an den Speck. Also ich glaube, ich bräuchte einen Guide dafür. Weil ich habe es nur einmal bis kurz vor den Endboss gespielt. Ein einziges Mal. Und das ist lange. Lange, lange her. Ich glaube, vor 7 Jahren? 8? So ungefähr müsste das gewesen sein. Also ich habe gar keinen Plan mehr. Die erste CD wüsste ich wahrscheinlich noch teilweise. Aber auch nicht alles. Auch nicht alles. Aua. Habt ihr so einen Scheißpickel, ey. Tut das weh. Ich weiß auch nicht, wo meine Creme abgeblieben ist. Kaum hatte ich Bericht über das Erscheinen Bismarcks erstattet, hörte ich von dem ungeheuerlichen Vorwurf. Natürlich wurde sofort Anklage erhoben. Auch die Verhandlung ist bereits anberaumt. Ich persönlich bin von ihrer Unschuld überzeugt. Doch Grenot, ein Ritter der Azurgarde, hat den Vorwurf erhoben und sein Wort hat einiges an Gewicht. Die Azurgarde ist immerhin die persönliche Leibgarde des Papstes. Ein handverlesener Kreis von 12 Rittern, der allein dem päpstlichen Befehl untersteht. Irschgard hat dem Bund der Morgenröte so viel zu verdanken. Die Schlacht am Schicksalsweg, der Kampf gegen Shiva. Dieser lächerliche Vorwurf ist wirklich ein Schande. Ich kann mir schon denken, was passiert. Sie werden ein Gottesurteil fordern. Ihr habt recht, darauf läuft der Vorwurf hinaus. Oh Gott, was ist ein Gottesurteil? Das Gottesurteil ist ein Kampf zwischen Ankläger und Angeklagten. Harun verleiht demjenigen die nötige Kraft zum Sieg, der unschuldig ist. So spricht sie ihr Urteil. Oh Gott, Alfino, der wahrscheinlich nichts auf die Reihe kriegt, der die ganze Zeit nur am Fliehen ist. Und Tataru, die eigentlich auch ständig nur Schiss hat. Die sollen dann kämpfen, oder was? Das wird nichts. Das wird niemals was. Das bedeutet, dass Alfino und Tataru sich im Kampf mit Grenot und einem weiteren Ritter messen müssen. Gewinnen sie, wird dies als ein Beweis ihrer Unschuld gedeutet. Der einzige Grund, warum ich es noch nicht im Angriff genommen habe, ist die weiß nicht, ob die mitzählt und beim letzten Versuch habe ich gepennt. Eine Attacke nicht bekommen. Diese Attacke machen nur 2 Gegner im Spiel. Beide sind einmalig und ich hätte zu der Zeit beide gekillt. Aus Fehlern lernt man ja. Ach du Scheiße. Das Schlimmste ist, ich möchte ja die Hauptteile, sobald ich sie ja einmal durchgespielt habe, alle, möchte ich die ja auch einmal auf 100% der Errungenschaft kriegen. Zumindest versuchen. Ich glaube, bei FF7 werde ich scheitern. Ich glaube, ich werde echt scheitern. Allein schon, weil ich nicht weiß, auf was ich denn achten müsste. Soweit bist du, sollten wir ganz dringend über den DC machen wir. Aber das dauert ja erstmal noch. Wie gesagt, ich will erstmal alle Teile einmal gespielt haben. Also wirklich einmal nur in Ruhe gespielt haben. Weil dann auf 100% jeden Teil, das wird dann nicht mehr ruhig. Das wird wahrscheinlich Panik pur. So, oh Gott, habe ich alles, schaffe ich das. Das wird Panik pur. Da werde ich bestimmt auch mal über Voice mal Unterstützung brauchen, entweder von dir oder von anderen. Einfach so seelischen Beistand. Hat ja keine Eile, das stimmt. Ich habe zumindest noch vor, relativ lange das Ganze jetzt zu machen, also ich glaube, es rennt uns nicht weg. Aber bei FF7 werde ich bestimmt deine Hilfe in Anspruch nehmen, Saki. Definitiv. Dann kommst du mir dann noch nicht. Da bist du dann im Voice eingespannt. Sofern du kannst natürlich.
Ihre Gegner sind kampferprobte Ritter der Azurgarde. Unter normalen Umständen kein leichter Kampf. Aber wir müssen auf Palones Eingreifen vertrauen. Alfino hat eine geübte... ist ein geübter Magier. Ihm zu helfen wird Halone keine Schwierigkeiten bereiten. Aber Tataru ist gegen einen Azurritter chancenlos. Halone müsste ihren Gegner schon mit einem Blitz erschlagen, um ihr beizustehen. Aber von so einem drastischen Eingreifen hat man noch nicht gehört. Das wissen die Ankläger nur zu genau. Ich habe jetzt auch den ersten Teil durch. Du wirst in anderen Teilen auch meine andere Hilfe brauchen. Schon, was es für Erfolge gibt. Das stimmt. Also bei... Gut, der erste Teil hat ja keine Errungenschaften. Aber im ersten Teil warte ich zum Beispiel eigentlich alles. Ich weiß, extra Gegner. Ich hatte nur nicht die Geduld immer. Also, immer direkt auf Anhieb. Ich habe auf jeden Fall den allerersten FF-Teil ganz, 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 ganz oft durch. Beim zweiten weiß ich es nicht. Der hatte ja auch keine Erfolge. Und beim dritten geht es dann los. Da weiß ich, wo ein extra Boss ist. Beim anderen weiß ich es nicht. Und das Berufe-Level wird scheiße beim dritten. Und bei Teil 10 macht mir nur das Ding mit den Blitzen Probleme. Das mit den Blitzen, das wird scheiße. Die 200 Blitzen ausweichen. Ihr kreuzt da jetzt schon vor. Ja. Aber ansonsten in 10 kriege ich soweit hin. Da ist nur das Blitzproblem. Selbst die schwarze Bestie hatte ich damals relativ gut hingekriegt. In seinem Witz im Vergleich, was ist denn FF9? Ja gut, FF9 kann ich. Also ich habe es gespielt bis zu einem gewissen Punkt, aber ich habe da nie alle Errungenschaften geholt. Aber die 200 Blitze sind für mich tatsächlich kein Witz. Die sind scheiße. Die habe ich nur ein einziges Mal hingekriegt. Einmal. Und diesen Spielstand habe ich gelöscht, ich blöde Kuh. Ich weiß nicht warum. Aber wenigstens die Errungenschaftsleiste bei der PS3 auf 100. Wenigstens das. Ah, Hundi. Hundi ohne Härchen. Hundi mit Härchen. Hallo. Na? Schütz mich nicht auf. Willst du den Zuschauern Hallo sagen, Cleo? Wie bist du nass? Ich hab dir die Brötchen, die du in der Fritteuse hattest, in den Kühlschrank gelegt. Okay. Ruhige Sabbat. Mein Deck ist voll gesabbert. Mit bunte Sabber. Okay. Aber warte, wenn ich mich recht entsinne, erlauben die Gerichtsregeln unter bestimmten Umständen einen Stellvertreter in den Kampf zu schicken. Ich würde ohne zu zögern für sie in den Kampf gehen. Aber sogar Hohofrau und ich hätten unsere liebe Mühe mit einem Ritter. Der Azurgarde. Aber du? Willst du nicht an Tataros Stelle kämpfen? Warum werde ich dich gefragt? Also, der Spieler. So machen wir es. Ich werde Alfino in Kenntnis setzen. Ich erwarte dich vor dem Hochtribunal der Heiligen Inquisition. Alfino musst du... Welche Sprünge musst du 1000 Sprünge hintereinander schaffen? Das Tempo variiert und wenn du das Symbol siehst, das du drücken musst, bist du spät wegen der Controller-Verzögerung. Ach du Scheiße. Ich geb's jetzt schon auf. Ich hab's gehört, ich geb jetzt schon auf. Kann man sich das verschieben? Nein, Quatsch, ich werd's versuchen. Wie gesagt, die 100% sind als. Werde ich als Versuch markieren, nicht als. Ich werd's definitiv tun. Wenn ich irgendwann verzweifle nach dem 200. Versuch, dann. Ich glaub, mein Bestes war um die 150. Gerade der Tobak. Oh, ich weiß nicht, ob ich das Hochtribunal hatte. Nee. Doch, hatte ich. Jetzt ärgere ich mich. Was ist bei dir hier?
Ach so. Ja, nee, Dunkelritter will ich nicht. Lass mich in Ruhe. mit Dunkelritter will ich nichts zu tun haben. Ich gehe aber mal ganz kurz hoch. Sage einmal frisches Komplett einmal. Hallo. Weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt dauert. Ich weiß nicht, ob es in einer Inni endet. Ich weiß nicht, ob das ein harter oder ob das ein schwacher Kampf wird. Meine FF14-Profis sind ja gerade leider nicht da. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Weil nicht, dass ich ihm dann nicht gute Nacht sagen kann. Also, bis gleich. Nicht weglaufen.